Weiß nicht. Was haben die denn alle? Hier ist natürlich wieder die Hölle los bei der Uni. Hier gurkt gerade einer rum. Aber das checken die offensichtlich nicht. Am Kraftwerk? Polizei fährt dran vorbei. Aha. Das verstehe ich nicht, dass hier hä? Das ist irgendwie Käse. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, jetzt noch eine weitere Polizeiwache zu bauen. Was macht hier unsere komische Abteilung? Ja, ich habe doch keinen Platz mehr. Ich kann es doch nicht ändern. Mittlere EKS, Einkommensklasse. Ich kann hier vielleicht so einen Park hier hinbauen. Nicht so Natur zweitklassig. Da, hier, habt ihr euren Park. Wir waren natürlich jetzt gerade voll ins Gewerbegebiet wahrscheinlich. Ach, hier ist noch Platz. Na gut, dann baut halt dahin. Wenn das passt. Ansonsten haben wir doch alles abgedeckt, oder? Hier war gerade noch Platz. Da könnt ihr noch hinbauen. Oh ja, hier. Hier. Ansonsten. Ja. War es das? Aber die sind alle glücklich. Das finde ich total toll. Deswegen sinkt auch gerade überall die Zufriedenheit, weil die alle glücklich sind. Verstehe ich nicht. Geben Sie die Grundstückspreise an. Ja, wie der mit Parkscheiße. Gut, wenn er meint. Da, der Parkscheiße. Ja, das wurde mir auch nicht angezeigt, dass diese Fabrik dadurch jetzt verschwindet. Dann sind die gelb, aber die war nicht gelb. Was soll der Käse denn jetzt? Krieg ich Plack, ey. Hier werdet ihr damit glücklich. Hier kann noch eins zwischen. Und hier ist ja gar nichts. Dann kann hier noch eins hin. Und hier. Voll mitten rein, alle 30 Häuser planiert oder so. Tolle Wurst. Hat sich ja gelohnt. Da noch eins hin. Da noch. Direkt neben den anderen. Was ja auch voll sinnvoll ist. Glückwunsch. Wieder Geld in den Sand gesetzt. Ja. Was rappelt hier gerade so? Das war jetzt nicht irgendwie die nächste Rieseneidechse, Erdbeben, UFO, Alien oder was auch immer. Nein, UFO und Alien hat sich nicht gedoppelt. Aber die. Oh, hier ist immer noch die Hölle los, ne? Brauchen mehr Straßenbahn. Also im Ernst jetzt, ne? Oder? Vielleicht ist das in denen hier auch zu scheiße abgedeckt. Hier ist ja immer. Machen wir halt ein paar mehr. So. Hier noch einen hin. Da ist kein Straßenbahngleis, da kann keins hin. Tja. Ja, Mensch. Auch irgendwie das Wachstum ist auch nicht wirklich so, ne? Die sind hier zufrieden mit ihrer. Der Müllberg? Was? Ich kenne einen Zuckerberg. Unglaublich witzig. Müllkarte. Jetzt geht mir gerade die Stimme weg, das ist natürlich cool. Ne, Müll ist sie doch überhaupt gar nichts. Also nicht im Ansatz. Die kommen nur halt, glaube ich, mit dem Recycling nicht wirklich hinterher. Dass hier einfach zu viel los ist. Auch nicht wirklich, ne? Ja, komisch. Komisch. Es scheint, als gäbe es keinen Wachstumsimpuls, keinen Grund zum Wachsen. Also Beine wachsen. Ja. Ha. Aha, witzig. Braucht mehr Touristen. Ja, wir können ja mal. Machen wir mal was ganz Gewagtes. Bauen wir mal diesen komischen. Ach nee, das ist hier. Diesen hässlichen Hafen wieder hier hin. Machen wir einfach mal. Kostet ja nur Geld, ist ja nicht schlimm. Nee, der passt ja. Warum ruckelt das denn jetzt wieder so wie Arsch, ey?
planieren wir natürlich das einzige größere Gebäude im Hafenbereich, ist klar. Oh, warte, hier passt's. Hier so rein. Da werde ich im Leben keine Straße hinführen können, da müssen wir uns gar nichts vormachen. Na gut, so vielleicht. Nein! Das sollte doch verbunden werden. Seid ihr eigentlich bescheuert hier? Weg mit dem Käse. Das sah eigentlich ganz gut aus. Das hätten wir so machen sollen. Dann können wir doch bestimmt diese Unistraße, wenn wir die jetzt planieren, dann haben wir doch wieder die Arschkarte. Die Frage ist, kommt da so jemand hin? Die hat sich gerade erledigt, die Frage. Wir können aber doch ab... Nein, können wir natürlich nicht, weil das ist hier der wichtigste Zipfel der Welt. Boah. Gut, ich wollte kurz schreien, aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, halt's Maul. Sei still. Ich möchte nicht mit dir sprechen. Ich sehe keine verlassenen Otter. Okay, das war jetzt eins. Muss das andere? Egal. Wir müssen uns gerade mal hier um unser Straßenproblem kümmern. Ja. Können wir vielleicht was ganz Gewagtes so einmal hier rüber? Hm. Warte, das geht. Das ging gerade. Das ging gerade. Dann können wir doch jetzt hier... Ja, fahr hier einfach im Kreis. Warum nicht? Hey. Tolle Idee. Es ist doch da. Mach doch mal ein bisschen was. Also. Vor allem auch hier. Da kann man da natürlich drüber bauen, ne? Gut, dann... Ich will den Fährhafen jetzt nicht planieren. Ich würde ihn einfach nur gerne verschieben. Kann man nicht hier so... Hm? Dann geht's hier so. So hier. Hier entlang. Kacke. Ich meine natürlich. Oh, wie ärgerlich. Und hier der Schleichweg. Du, das geht natürlich auch nicht durch den Berg durch, ne? Das muss hier um 90 Grad. Also. Ja. Warte. Warte. Okay, von hier aus können wir doch jetzt bestimmt. Nicht nach oben. Okay, ja, das sehe ich auch. Aber wir können jetzt von hier aus... Haben wir so eine Rampe gebaut. Und dann kannst du hier so ins, in die Fähre reinspringen. Okay, nein, ich bin gerade weder Geld am Verbraten, aber... Es scheint, als würde es das hier vollbringen, weil jetzt alle wenden können. Planieren. Guck, jetzt sind hier doch welche. Guck, hier sind welche. Schon wieder alles Käse hier. Ich bin so ein Gott. Oder? Oder? Hä? Unglaublich. So, jetzt haben wir einen Fernhafen. Geld haben wir auch keins. Dann können wir jetzt ja so Touristenscheiße bauen, ne? Hier so Glücksspielkack. Jetzt kann er auch gleich hier hin. Ach, das passt natürlich nicht. Schade. Wo wollen wir das denn mal hin? Schön ist, dass sie die gleichen Gebäude einfach nochmal gebaut haben, die hier eh schon standen. Ach, hier, komm. Hier passt's hin, dann bauen wir das hier hin. Hä? Was soll das denn jetzt? Was ist denn das wieder für ein Käse? Na, dann mach mal hier mal. Mehr Touristen mit anlocken. Terroristen vielleicht auch mit etwas Glück. Günstige Zimmer. Nein. Schöne Zimmer. Ja. Das geht natürlich nicht. Blackjack-Tische können wir daneben bauen. Warte, das haben wir jetzt Blackjack, ne? Die Lounge. So, wir machen fleißig Verlust. Gucken wir mal, was so die Touristen und Terroristen vielleicht auch jetzt machen. Dann müssen wir mal hier das mal beobachten.
Ja, schon 0 Leute. Gut, das ist natürlich, die brauchen auch so ein bisschen Eingewöhnungs- und Anlaufzeit. Das kann ich schon verstehen. Aber die mit ihrem Erdöl gehen mir ja so auf den Zeiger. Sechs verlassene Gebäude. Huch. Naja. Das ist das halbe Industriegebiet wegplaniert, ey. Das gibt's doch nicht. Minus 5000. Das lohnt sich, das Casino. Ha. Ich glaube, das war wieder eine scheiß Idee. Aber hier werden die Gebäude gerade größer. Macht zumindest den Anschein, als ob... Kein Zwischenfall bisher. Erstaunlich. Erstaunlich, erstaunlich. Schauen wir mal gerade hier Handel. Kommt da noch was? Ist das ganze Plastik hin? Da steht hier alles noch. Was holen die einfach nicht ab? Hä? Muss ich das verstehen? Du holst auch bestimmt das Plastik jetzt ab, ne? Ne? Ja. Tatsache. Gut, wie sieht's hier aus? Immer noch 0 pro Tag, weil auch kein einziges Schiff bisher hier war. Gut, dass da gerade eins vorbeifährt. Hat schon 0 Leute an Bord. Oh, klasse. Kommt aus Klausdorf. Verlassenes Gebäude. Ja, aber das wird doch hier wieder Hightech, oder? Voila. Uiuiui. Ah, wollte ich nicht. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, es macht jeden Tag mehr Verlust. Sehr schön. Es kommen aber tatsächlich Leute. Es kommen tatsächlich Leute. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Es scheint hier auch eher was größer zu werden, oder? Oder die schrumpfen. Das kann natürlich auch sein. Das macht ja jede normale Firma. Wenn das Gebäude zu groß ist, reißen die es ab und bauen neues hin. Weil sich das große Gebäude nicht mehr leisten können. Verstehst du? Ah. So ist es. Genau so. Geht mir noch mit eurem blöden Kraftwerk nicht offen. Dingsbums. Was will der überhaupt hier, die Alte? Ach, das kannst du eh vergessen. Stellen sie einen Fernhafen auf, ja. Einheimische Paar sind... Toll, jetzt hauen die alle ab, oder was? Was war hier gerade? Oh. Was? Hohe Nachfrage bei den Terroristen. Wir müssen mehr Terroristen befördern können. Da haben wir uns ein Ei gelegt. Was? Nicht genug Hersteller von Frachten? Was? Was ist denn das jetzt für ein Käse? Die ist natürlich wieder die Kacke am Dampfen, ne? Es hat überhaupt nichts gebracht, diese Straßenbahn jetzt. Einfach die SimCity-Logik, sie ist so für die Tonne. Tut mir leid, es ist so. Hoppala. Vielleicht pendelt sich das ja noch ein. Es ist natürlich überall... Ja, überall die Kacke am Dampfen, gleich brennt wieder die ganze Stadt. Es ist herrlich. Schön.